Hallo und guten Morgen. Wenn ihr keine Lust mehr habt, alleine zu frühstücken, dann nehme ich euch jetzt ein Frühstücksvideo auf. Das könnt ihr abspielen, wenn ihr frühstückt. Ich werde euch auch ein Mittagessen und ein Abendessen aufnehmen, sodass ihr nicht mehr alleine essen müsst in dieser einsamen Zeit. Und legen wir direkt nach einem kurzen Intro los. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Heute mal ein Special Video, ein etwas anderes Video, und zwar möchte ich gerne mit euch frühstücken. Wer nicht gerne alleine frühstückt oder alleine isst und ja und niemanden hat, dem gebe ich jetzt die Möglichkeit, mit mir zusammen zu frühstücken. Lasst es euch schmecken.
Ja, ich esse ja immer diesen Fischkäse statt Butter oder wenig Butter. Und ja, dafür einen Ziegenfrischkäse. Das ist einfach gesünder als eine Butter. Ist zwar auch tierisch, aber ist von einer Ziege. So, und dann habe ich hier noch einen Ziegenkäse und dazu eine leckere Tomate.
Guck mal, und dann habe ich hier eine Orangenbutter aus dem Vidranca. Eine Orangenbutter, sage ich, eine Orangenmarmelade. Was ganz Leckeres. Habe ich allerdings nur im Vidranca gefunden. Und hier muss natürlich eine Butter drunter. Ich glaube, mit einem Ziegenkäse oder so schmeckt das Ganze nicht so richtig. Wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, das zu testen. Aber naja. Eine Orangenmarmelade. So. Nein, für dich gibt's nichts. Der Hund ist schon am Betteln. Und dabei kriegt er von mir nie was. Ja. Ja, es ist heute herrliches Wetter draußen. Es ist die richtige Zeit, um in den Wald zu gehen, mit den Hunden ein bisschen frische Luft zu schnappen und um sich zu bewegen. So, auf das letzte halbe Brot machen wir uns jetzt noch einen Honig. Das ist ein Bio-Lindenhonig. Der war zu schwach. Da der Honig fast leer ist und auch schon ja, kristallisiert hat. Erzähl mir doch mal was von dir. Wie hast du deinen Tag heute geplant? Was hast du vor? Was möchtest du machen? Gehst du auf Arbeit oder hast du Homeoffice? Oder gehst du in die Natur? Erzähl einfach mal. Ich höre dir zu.
Das ist übrigens auch ein Heidelbeere, Cornberry, Johannisbeere-Saft. Das müsste eigentlich ein Bio-Saft sein, denke ich, aus der Kühltheke. So sieht das Ganze aus. Schmeckt sehr lecker. So, und zu guter Letzt nehmen wir noch unsere Vitamine. Die kann ich dir gerne mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Ganz wichtig, täglich seine Vitamine zu nehmen. Gerade in der jetzigen Zeit. Aber auch ansonsten im Winter. Wie man die Winterreifen verwendet, sollte man auch die Vitamine verwenden. Von Oktober bis März, April, Mai. Das sind die drei Tropfen, 5000 eine Einheit, also ich habe jetzt da drei davon genommen, sind 15.000. Dann nehme ich die K2-Tropfen noch dazu. Im Mund einfach zergehen lassen auf der Schleimhaut, damit das schön übergehen kann. Also K2 brauchen wir ja auch in der Kombination mit D3. Und jetzt nehme ich noch eine Magnesium dazu. Dazu brauche ich noch ein bisschen Flüssigkeit, damit wir sie auch runterbekommen. So, dann haben wir noch B12-Tropfen, damit das Gehirn nicht austrocknet, damit Alzheimer keine Chance hat, nehme ich auch immer so 9 bis 10 Tropfen täglich. Ja, und ansonsten gibt es heute Abend, also für heute Abend, noch einmal Zink, damit ich nicht alles auf einmal nehme, wird das heute Abend genommen. Eine OPC, das ist ein Traubenkernextrakt, das ist für die Knochen gut. Dann haben wir noch eine MSM, Schwefel. Nehmen wir zwei am Tag, eine morgens, eine abends. Ja, und das war's dann. Jetzt habe ich nur eine rausgeholt, sehe ich gerade. Wenn euch das interessiert, wie diese Wirkungen sind, wenn ihr das nicht wisst, dann sagt mir da mal bitte Bescheid. Dann mache ich euch dazu auch nochmals ein Video. Obwohl ich das ja, glaube ich, schon gemacht habe, findet ihr oder findest du direkt auf meinem Kanal. So, das waren jetzt meine Vitamine zum Frühstück. So, ich werde jetzt wieder alles wegräumen. Freue mich, dass du mit mir zusammen gefrühstückt hast, dass ich nicht alleine war, dass du nicht alleine warst, dass wir zusammen frühstücken konnten. Wenn dir sowas gefällt und du noch mehr Videos davon möchtest, lass ein Like da, benutze die Bewertungsfunktion oder, wenn es dir nicht gefallen hat, auch gerne ein Dislike. Und abonniere meinen kostenlosen Kanal, damit du zukünftig keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Ich danke dir fürs Zuschauen, fürs Mitfrühstücken. Ciao und bis bald, dein Zusch Vinzenz. Und nun, leg dich wieder hin, denn ich werde erstmal hier aufräumen, das Frühstück wieder wegräumen und danach
gehen wir gemeinsam in den Wald. Ciao.